Hallo, mein Name ist Dr. Michael Haag und mein Wunsch wäre, dass der Zuhörer eine realistische Einschätzung seiner Situation bekommt, seiner medizinischen Situation, vielleicht auch seiner seelischen, körperlichen, mentalen und geistigen Situation und dass er die Zusammenhänge erkennt. Dies habe ich von der Homepage der Initiative Gesundheit und Leistung RGL entnommen. Und heute bin ich sehr froh, dass ich beim Günther Limberg, zu Besuch sein darf in Wildbad. Und Günther, ich würde mich freuen, wenn du dich selber vorstellst. Ja, mein Name ist Dr. Günther Limberg. Ich leite unter anderem IGL, das heißt Initiative Gesundheit und Leistung. Bin in Bad Wildbad-Kallenbach niedergelassen als Internist mit einem breiten Spektrum. Zusammen sind wir 4 Ärzte und versuchen, den Menschen ein bisschen zu helfen. Ja, schön. Jetzt entnehme ich wieder der Homepage einen Satz, aber werde ihn etwas verändern. Nämlich, Resilienz ist ein psychischer Pufferprozess und soll, sage ich, den Patienten helfen, eine belastende Erkrankung gut zu behandeln oder mit ihr erfolgreich umzugehen. Und wir wollen heute über Diabetes reden, Günther. Und ja, was hältst du von meiner Umstrukturierung deines Satzes? Du möchtest ihn gerne im Rahmen des Diabetes mellitus formuliert sehen. Ja, genau. Gut. Ja, nehmen wir mal das Stichwort Selbstwirksamkeit. Das ist ein Wort, was ich sehr liebe, was auch wenigen Menschen in dem Sinn nicht geläufig ist. Das heißt, wenn ein Patient, jetzt nehmen wir natürlich den Typ 2 Diabetes, ja, das ist ja die Krankheit, die letzten Endes zivilisationsbedingt ist, eine Wohlstandskrankheit. Und bei dieser Krankheit haben wir wie bei keiner anderen die Möglichkeit, selbst wirksam zu werden. Natürlich wissen wir es mehr oder weniger, dass wir durch gesunde Ernährung, durch Bewegung, nicht rauchen, maßvoll Alkohol, sehr viel Selbstwirksamkeit entwickeln können. Nur, wie setzen wir es um? Das ist die Frage. Und wir in unserem Diabetes-Team, wir haben mehrere Diabetesberaterinnen, mehrere Ärzte, die sich damit beschäftigen, versuchen unsere Patienten darin zu bekräftigen und mit Beispielen personalisiert, das heißt je nach Anforderung, je nach Willen, den Leuten das schmackhaft zu machen. Ein sehr guter Ansatz. Resilienz, nun sage ich mal, ist sowas Ähnliches wie Resistenz und da sind wir bei der Entstehung von der diabetischen Erkrankung und für mich ist ein kurzes Wort zur Entstehung wichtig, weil dadurch wird mir vielleicht erklärbarer oder ich kann selber erkennen, was ich tun kann. Gut, zur Entstehung des Diabetes Typ 2 kann man sagen, wir haben in unserem Körper zunächst einmal zu viel Energie in Form von Zucker, in Form von Fettgewebe, von Fetten. Und diese Energie ist eigentlich vorgesehen, in die Zellen oder in die Speicher zu kommen. Wenn wir zu viel Energie aber haben, zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate überhaupt oder zu viel Fette, dann schafft es irgendwann der Körper nicht mehr, genauer gesagt zum Beispiel das Insulin, die Energie dorthin zu bekommen, wo sie hinkommen sollte. Es entsteht ein sogenannter Hyperinsulinismus. Und das führt dazu, wenn zu viel Insulin da ist, werden die Zellen weniger sensibel, wieder die Energie aufzunehmen. Das schaukelt sich dann hoch. Irgendwann, die Bauchspeicheldrüse produziert das Insulin, macht die auch schlapp. Das heißt, das ganze System kippt. Und dann haben wir einen Diabetes mellitus. Und die Wirkung des Insulins, obwohl am Anfang vielleicht doch in einer relativ hohen Konzentration vorliegen, wirkt nicht richtig und da sprechen wir von nicht Insulinresilienz, sondern Resistenz. Genau. Ja, genau. Ja, Selbstwirksamkeit hat auch etwas mit Essen zu tun. In einem Vortrag habe ich gehört, du sprichst von gesund genießen und von intuitivem Essen.
Da muss ich leider sagen, so als Kind meiner Eltern in der Nachkriegsgeneration, da wurde der Teller leer gegessen. Da gab es das gute Stück Butter und es wurde, durfte nichts verkommen. Das war eine Gewohnheit, die auch mich dann lange Jahre beschäftigt hat. Und ich hatte, das muss ich sagen, vor 25 Jahren schon mal 120 Kilo. Es ist nicht so einfach mit dem intuitiven Essen nach meinen Erlebnissen. Ich glaube, da muss man die Zeitenfolge mal kurz unter die Lupe nehmen. Wir kamen ja aus der Zeit des Mangels, wo diese Aufforderungen und diese Intentionen absolut gerechtfertigt waren, in die Zeit des Überflusses. Ja. Und da hat man die Zeitenwende einfach nicht begriffen oder wollte sich auch nicht begreifen, denn wenn Sie jetzt mal, wenn wir jetzt mal in die Reklame schauen, jede zweite Aufforderung ist ja irgendwas Schmackhaftes zu essen und dann wieder, wenn man so Zeitschriften anschaut, eine Seite ist wunderbare, leckere Zubereitungen und dann die nächste Seite wieder, wie man abnimmt. Das heißt, das ganze System, unser System oder überhaupt, sagen wir mal, die Verhältnisse sind auch da aus dem Gleichgewicht geraten. In Zeiten des Mangels konnte man wirklich auch sagen, wir müssen das aufbewahren, wir müssen das essen, aber das ist halt ja, ein Schwimmen gegen einen ganz anderen Strom. Okay, daher Gewohnheit und Intuition, das sind ja schon widersprüchliche Dinge im Augenblick, oder? Intuition? Ich denke, bei der Intuition schon ein, das kann man ja so und so definieren. Es heißt nicht das reflexhafte Greifen nach diesem oder nach jenem. Wir denken ja gar nicht mehr nach, wenn wir einen Snack uns einverleiben, sondern Intuition heißt schon in Ruhe nachdenken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wir sind ja täglich im Gespräch mit unseren Patienten und ergründen das und erfragen das. Und wissen eigentlich, dass viele wissen, was richtig ist und wissen, was falsch ist. Aber wenn ich das in der Hetze tue oder unüberlegt, dann nenne ich das keine Intuition. Intuition finde ich schon, wenn man muss sich mal in Ruhe hinsetzen und sagen, sag mal, muss das jetzt sein oder würde ich nicht gerne was anderes? Also ich frage auch oftmals Patienten, wenn sie mich fragen, also mich fragen, wie soll ich das jetzt machen? Dann sage ich denen, fragen Sie mal Ihre innere Stimme. Die nenne ich, das nenne ich die Intuition. Das hast du sehr schön gesagt. Bewusstsein entwickeln würde ich jetzt vielleicht noch ergänzen und Das Erkennen der Situation, so wie wir das gerade besprochen haben, dass ich möglicherweise meine Gewohnheiten auf Dingen basieren, die gar keine Rolle mehr spielen. Richtig. Ja, also das Essen ist das eine, was vielleicht in meiner Selbstwirksamkeit, meiner Kontrolle unterliegt. Kontrolle und Wille. Das sind ja schon böse Worte. Das andere ist ja die Aktivität. Wie kommt es, dass bei aktiven Menschen, die sich bewegen und vielleicht nur schon 2-3 Kilo abnehmen, plötzlich der Zucker fällt? Es gab mal Medikamente, die die Insulinresistenz reduzieren sollten, die Pioglitazon zum Beispiel. Ich habe dann einen Artikel geschrieben über das Thema und ich habe geschrieben, der beste Weg, die Insulinresistenz, also die Wirksamkeit unseres eigenen Insulins wieder zu verbessern, liegt in der Bewegung. Das heißt, wenn wir bewegen, entsteht praktisch ein Sog der Muskeln und senkt den Zucker. Die suchen die Energie und sie bekommen sie. Das ist die natürlichste Art und Weise, Zucker in die Zellen zu bekommen, das heißt, den Zucker zu senken. Ah, das hast du schön gesagt, den Sog der Zelle in den Zucker, ja, des Zuckers in die Zelle hinein, hervorragend. Ja, da haben wir jetzt zwei Aspekte, die Ernährung und die Aktivität. Und im Prinzip hast du schon das dritte gesagt, das Bewusstsein entwickeln, die Erkenntnis, die Intuition, dazu brauche ich Ruhe und die Hektik des Alltags führt manchmal dazu, dass einerseits Dinge der Gewohnheit gemacht werden, man frisst was in sich hinein, das ist das eine. Und das zweite, die Hektik und der Stress, sagt man, könnte dazu führen, dass kontrainsulinäre Hormone produziert werden.
Ist das auch deine Erfahrung? Ja, das sagt die Wissenschaft, das können wir auch täglich erleben. Letztendlich ist ja Stress zunächst mal wertfrei zu nehmen. Aber ich nehme mal einfach mal so die Physiologie des Stresses, bedeutet, wir stellen Energie zur Verfügung für das, was wir vorhaben. Ja, Stress heißt eigentlich Aktion, ja? Und in der Aktion, da wird freigesetzt Adrenalin, da wird freigesetzt Cortisol, da wird freigesetzt Somatotropin, alles Zellen, alles Substanzen, die den Zucker erhöhen, Energie bereitstellen für die Aktion. Mhm. Ja, jetzt sind wir aber heute nicht mehr in der Steinzeit, wo wir uns bewegen, sondern wir sitzen da, Aktion am Telefon, Aktion mit dem Chef oder Aktion mit der Mitarbeiterin. Der Zucker steigt, wird aber nicht abgearbeitet und schon sind wir in einer Dissonanz. Das müssen wir uns klar machen. Wir sind eigentlich, es gibt ja neuen Slogan, sitzen das neue Rauchen. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, stellen wir Energie zur Verfügung, die wir überhaupt nicht verbrauchen. Das heißt, wir müssen als in Steinzeit getriggerte Menschen immer wieder die Energie verbrauchen, die wir sonst irgendwo schädlich irgendwo ablagern. Ja, stimmt, wir müssen das. Ja, wir sollten das, wenn wir gesund sein wollen. Sollten. Ja, wenn wir gesund bleiben wollen. Das habe ich jetzt vorausgesetzt. Genau. Ja, Zucker hoch, Zucker niedrig, wir merken es ja kaum. Das ist der Vorteil oder auch Nachteil. Aber ein hoher Zucker bewirkt natürlich einiges im Körper. Das ist zunächst unsichtbar. Und deswegen sollten wir ja, obwohl der Diabetes zunächst nicht wehtut, doch überlegen, was wir uns Gutes tun, unsere Gesundheit zu schützen oder die Folgen zu schützen. Könntest du dazu was sagen? Ja, wenn wir von Diabetes reden, denken wir an Zucker. Aber letztendlich ist ja ein komplexes Stoffwechselgeschehen. Und da sage ich immer zu meinen Patienten, der Zucker ist die Spitze des Eisberges. Es sind viele, es sind die Fette, es ist der Blutdruck, der dann plötzlich aus den Fugen gerät. Es sind viele Dinge, die das metabolische Syndrom, das Stoffwechselsyndrom bedingen. Und das hat wieder eine Folge beim Typ-2-Diabetes oder beim metabolischen Syndrom auf unsere Gefäße, Herzdurchblutung, Herzkranzgefäße, Nieren, Hirnarterien, die werden geschädigt durch diese Stoffwechselstörung und führt letztendlich zu Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenversagen, dann die kleinen Gefäße, Augen und so weiter. Ja, das wollen wir natürlich nicht und daher gesunde Ernährung. Was ist eigentlich gesunde Ernährung? Wie würdest du das sagen? Du kannst gesunde Ernährung ist erstmal wenig verarbeitete Substanzen. Andersrum gesagt, ungesund ist eigentlich das meiste, was weit verarbeitet ist. Ein Beispiel. Ein Apfel ist was ganz anderes als ein Glas Apfelsaft. Wobei ich nicht gegen ein Glas Apfelsaft was sagen möchte, aber ich möchte es nur vergleichen. Unverarbeitete Nahrungsmittel, und da komme ich wieder auf die Steinzeit, unser Organismus ist auf das geprägt. Wenn wir unverarbeitete Nahrungsmittel haben, das gilt auch für Fleisch. Wenn wir eine Wurst essen, ist es was ganz anderes, als wenn wir ein Steak essen, gegen das gar nichts zu sagen ist. Fleisch ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da gehe ich davon aus, manche Menschen vertragen es gut und manche weniger. Also da gibt es auch keine Dogmen. Aber man kann es generell sagen, unverarbeitete Nahrungsmittel, ein Salat, ist besser als was gekochtes. Natürlich ist gekochtes Gemüse gut, aber nicht weich gekocht. Ein ganz extremes Beispiel ist zum Beispiel Kartoffelbrei. Hat einen hohen glykämischen Index, sofort der Zucker hoch, das ist nicht gut für den Organismus. Also wenig verarbeitetes, ein Steak mit einem Salat zum Beispiel oder ja, ein Joghurt oder sowas, muss ja nicht immer mit Früchten sein. Solche Dinge, kommt man immer auf die mediterrane Kost. Ich sage natürlich, und das gehört auch dazu, zur mediterranen Kost, gehört eigentlich auch das mediterrane Feeling. Das heißt, ich sollte möglichst nicht im Stehen essen, sondern in Ruhe essen. Ja? Und dann abends vielleicht auch mal ein Achtel Wein dazu. Genießen, gesund genießen, bewusst genießen. Das wäre jetzt ein schönes Ende, aber Günther, es tut mir leid, jetzt fiel noch ein Fremdwort, glykämischer Index. Vielleicht dann doch, ja,
Noch vor dem Feierabend, vor dem bewussten schönen Feierabend. Das heißt, wie schnell steigt der Zucker an, wenn ich etwas zu mir nehme? Ja, also wenn ich zum Beispiel Glucose, also reinen Zuckersaft trinke, ja, dann ist der glykämische Index 100. Wenn ich jetzt einen Apfel esse, ich schätze mal, der hat einen glykämischen Index vielleicht von 40, 50. Das heißt, der geht viel langsamer ins Blut. Und wenn es langsam ins Blut geht, der Zucker, dann steigt er nicht so schnell und dann kann er auch besser verarbeitet werden. Wenn wir zum Beispiel einen Zuckerbelastungstest machen, dann sagen wir den Leuten, bitte essen Sie danach was. Weil wenn der Zucker schnell hochgeht, geht das auch das Insulin zu schnell hoch, aber das Insulin braucht langsamer, bis es wieder absinkt, als der Zucker. Das heißt, das Insulin ist noch hoch, der Zucker ist schon runter, ich habe das Gefühl, ich bin unterzuckert, ich habe Hunger und diese Schwingung, das begünstigt Nahrungsmittel, Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, die schnell den Zucker ansteigen lassen. Ich möchte noch vielleicht noch was sagen, allgemein oder abschließend. Ich versuche meinen Patienten immer klar zu machen, 50% haben wir von den Genen und von den Umständen und 50% schauen wir selber für unser Leben. Das heißt, wir sind auch Architekten unseres Lebens. Und das tangiert wieder an die Selbstwirksamkeit. Und ich denke, wenn man das immer wieder sich bewusst macht, wird man sogar dankbar, dass man an seinem Schicksal teilhaben kann. Und da bist du ein wunderbares Vorbild. Du hast mir gerade gesagt, morgens beginnt der Tag mit einem kleinen Dauerlauf, vielleicht noch eine Meditation, die Ruhe, die du ja auch ausstrahlst, trotz allem Engagement. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Und wenn du Diabetes hättest, würde ich mir diesen Vortrag und diese Erkenntnisse zweimal anhören und vielleicht dann doch so hochmotiviert etwas abnehmen, mehr bewegen, etwas gesünder ernähren und schon, denke ich, ja, fängt die Erfolgsspur an. You have to love it if you want to change it. Das lassen wir so stehen.